Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play bzw. Let's Show Alien Isolation. Wir haben alles schon durch, das Hauptspiel, dann Besatzung ersetzbar haben wir durch, letztes Überleben haben wir durch, Überlebensmodus sind wir gerade noch am Arbeiten. Amanda, ich bin nur ganz außer Atem, weil ich hab's jetzt, also im Moment, also hier die Amanda haben wir durch. Ransom haben wir die Abfindung durch, verbrannte Erde haben wir durch und jetzt sind wir bei Erledigungen und das habe ich jetzt gerade zweimal durch, damit ich weiß, wo es lang geht und dir das jetzt zeigen kann. Gut, dann machen wir das einfach mal und glaubt man gar nicht, gell, dass man durch so ein Spiel in der Außerordnung geraten kann. Gell? Und ich nehme hier den Use oder wie auch immer das ausgesprochen wird, weil der ziemlich viel Zeug hat. Ja. Gut, dann geht's auch schon los. Dauert hier komischerweise ein bisschen. Upp, ja, ausklettern. Und dann wieder aufstehen, weil die kriechen ja immer da raus. Da. Hier kann man sich wieder Zeug einsammeln und wie gesagt, ich spiele mit Unsichtbar-Cheat, weil ich dir den Weg zeigen will und nicht 10 Stunden lang zeigen will, wie man gefressen werden kann vom Alien. Also hier sehen wir ein wunderschönes Triebwerk von unserem schönen Rasenmäher hier. Und da ist er überhaupt hier, das ganze Gerät. Und ja, wenn wir alles eingesammelt haben oder auch nicht, geht's schon los. Okay. Gleich rein ins kalte Wasser. Die Tür geht nicht ganz auf, also müssen wir durchkriechen. Ja, sehen wir schon wieder hier. Und übrigens, gell, das hier, dass der da so eine Zeitung im Mund hat, das ist so eine Anspielung auf den ersten Film. Auf den ersten Alien-Film 1979, weil da wollte doch der Ash, der Roboter, wollte doch die Sigourney Weaver mit so einer Zeitung umbringen. Also der hat ja doch so eine Zeitung im Mund gesteckt und wollte sie damit ersticken. Und das ist eben hier so eine Anspielung auf den ersten Alien-Film. Brutal, brutal, gell? Ich bin ein dermaßen friedliebender Mensch. Ich kann keiner Fliege was zu Leide tun, aber hier wird man natürlich... Aber es ist ja nur ein Spiel. Es ist ja nur ein... Und jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Also das Gebiet ist nicht sehr groß. Es ist wieder so ein rechteckiger Gang. Hier sind wir in einem Teil, da kommen wir aber nicht durch. Wir könnten wahrscheinlich durch den Luftschacht. Also gehen wir hier so rum. Also es ist nicht großes Gebiet. Also wir sind jetzt hier rechts rum. Da hinten war der Beginn. Gut, kennt sich noch aus. Also rechts rum. Oh, und schau, der Teppich. Oh, ist der. Und schau, so richtig detailliert, hochauflösend. Und die Farben, die Formen. Oh, das ist so schön. Und da haben Kinder hier mit Buntstiften gemalt, anscheinend. Toll. Und wenn man jetzt genau hinschaut, schau, da ist so ein Magazin, das heißt WY, also WY wahrscheinlich. Also, und zwar soll es Weyland-Yutani heißen, diese Firma da. Also das Weyland-Yutani Magazin und da ist I und C. Oh, und da ist eine ganze Schachtel Kassetten. Ah, Musikkassetten. Herrlich, herrlich. Und wie schön die Schachtel detailliert ist. Oh, wir müssen aber weitermachen, damit wir unsere Aufgaben... Wir haben wieder drei optionale Aufgaben. Siehst du rechts oben? Da ist ein böser Heinzi. Und wir gehen heiter weiter. Siehst du, da sind wir jetzt vorhin nicht durchgekommen. Und jetzt gehen wir heiter weiter da rein. Und bei genauer Betrachtung beziehungsweise bei genauer Anhörung, Lauschangriff, hören wir hier was funken und das schalten wir jetzt ab hier. Das Gequatsche schalten wir ab. Weil das war eben diese eine Herausforderung. Unterbrechen Sie den Funk. Okay. Gut, dann sind wir da fertig. Gehen an dem netten Heinzi vorbei. Wenn man unsichtbar ist, natürlich nur. Gehen wieder raus in den Hauptgang und gehen den einfach heiter weiter. Wir sind wieder in so einem großen rechteckigen Gang, der da um so ein großes Mitteldings da geht, in dem nicht viel los ist.
froh, was los ist, das ist hier in diesem Schließfach, weil da eine Schlüsselkarte drin ist. So, und jetzt sind wir mit diesem Hauptgang, der geht da rechts, hier geht er wieder zurück zum Beginn quasi. Und was wir jetzt noch machen können, das ist hier diese zwei Schalter. Also hier ist einer, das ist den Schalter und da ist noch einer. Siehst du, das sind so orange Türen hier. Und die zwei sollen wir zumachen, wenn wir Zeit und Lust haben, weil das ist eine Herausforderung. Finden Sie die Sicherheitsabzweigung. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Links geht es zum Ende, rechts geht es noch zu einer Herausforderung. Achtung, da ist jetzt so eine Waffenkontrolle. Da der Typ hier Waffen hat, gehen wir in der Mitte durch. Und hier kommen wir jetzt nur rein, wenn wir jetzt gerade vorhin diese Schlüsselkarte genommen haben. Weil, dann können wir nämlich, das können wir auch aus dem ersten Level, gell? Ja, aus dem Hauptspiel. Hier können wir so ein Ding da sammeln. Damit haben wir schon alle Herausforderungen hier geschafft. Jetzt gehen wir einfach wieder zurück. Und da in der Mitte durch, sonst Alarm. Und jetzt müssen wir da in die andere Richtung. Da ist aber Zeug und ein Heinzi. Also kriechen wir da durch. Schlau, wie wir nun mal sind. Wir sind da extrem schlau, gell? Oder? Jetzt sind wir da vorbei, siehst du? Und jetzt geht's weiter. So. Wir müssen jetzt da durch, da können wir jetzt nicht mehr in der Mitte durch, sondern nur links und rechts. Und da der Typ hier Waffen hat, wird es gleich Alarm geben. Du kannst dich jetzt da irgendwo verstecken. Du hörst auch schon das Alien und wir müssen da rein. Und Überraschung, da steht unser Alien, das wartet nicht, das weiß, wo wir hinwollen und wartet da schon toll. Ist das jetzt schön? Ciao. Jetzt kann man es nochmal schön anschauen. Unser schönes Alien. Ist das nicht, das ist so doof, das Alien. Blödes Alien, ciao. Also wie gesagt, das wäre ein wunderschönes Spiel, wenn nicht dauernd das Alien rumrennen würde. Dann wäre es eigentlich wunderschön. Gut, weil wir nämlich hier da auf den da drauf haben müssen, was der schöne Tasten hat. Ist diese, da ist so eine rote komische Taste, die schauen überhaupt komisch aus, die Tasten, oder? Sehr komisch. Muss irgendein besonderes Alphabet sein hier. Na gut, wen juckt's? What shells, wie der Schwede sagt. Da müssen wir hier noch, der hat auch so komische Tasten. Da garantiert ist da irgendein Witz drin. Da rechts unten die Taste 34. Hätte mich jetzt gewundert, wenn es noch eine Taste 42 gibt. Level 42. Also die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und dem ganzen Rest, die ist ja 42. Also wenn es jetzt hier eine Taste 42 gibt, dann würde ich aber echt im Dreieck springen. Echt da. Dann springe ich sofort aus diesem Fenster. Moment, da ist jetzt kein Fenster. Schade. Jetzt wäre ich sofort aus diesem Fenster gesprungen. Aber da es da ist, gut. Das war's. Wir haben hier diese drei Dinger da. Und das war's schon wieder. Schau, kann man da noch Schach spielen? Schau, wir können noch Schach spielen ein bisschen. Wenn jetzt hier Schachspieler unter uns sind, die können mal schnell die Stellung analysieren, oder? Matt in drei Zügen. Oder? Na gut. Wollen wir jetzt nicht noch lange erörtern, weil wir sind ja fertig. Wir müssen jetzt nur da in den Lift rein. Wir haben alles gemacht, siehst du rechts oben. Und sind im Lift, ja, mehr wollen wir gar nicht. Das war's schon wieder. Schau her. Jetzt kannst rechts noch schauen, wo ich jetzt bin oder wo du bist, wenn du auf X drückst. Also ich bin jetzt da auf 198 mit der Zeit und da kann man noch die Punkte anschauen. Schau her, da bin ich auf Platz 13 der besten Liste mit so und so viel Punkten. Ist das nicht herrlich? 13. Schau. Also wenn du da auch irgendwo weit oben landest, dann schick mir eine E-Mail und kriegst 2 Euro von mir. Wenn du auf Platz 1 kommst, kriegst 5 Euro von mir. Okay.
Das war's. Hat mich sehr gefreut. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann würde es mir gefallen, wenn du deinen Gefallen in die Welt hinaustragen würdest mit den Mitteln des Facebooks und des Twitters und des ähnlichen, allen ähnlichen Kommunikationsgeräten und Programmen. Okay, also bis zum nächsten Video. Tschüss.